Zu meinem ersten Webinar mit dem Thema Einführung in die Meditation. Dann natürlich das erste Webinar im Jahre 2018. Für die von euch, die ich noch nicht gesprochen habe, erstmal alles Liebe zum neuen Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr und eine besinnliche Weihnachtszeit. Das Jahr 2018 ist spirituell gesehen ein ganz besonderes. Wenn man hier ein bisschen auf die Numerologie schaut und die Zahlen 2, 1 und 8 zusammenzählt, so kommen wir zur 11. Und die 11 ist in der Numerologie eine Zahl, die Spiritualität, Intuition und Wachstum oder Projekte begünstigt. Wenn wir diese Sachen zusammenlegen, nämlich Projekte, Wachstum und Spiritualität, dann können wir uns sicher sein, dass in diesem Jahr 2018 wir gute Fortschritte auf dem spirituellen Weg machen können, den Geist weiter erheben können und vielleicht dieses Licht, diese Energie, dieses Wissen des Yoga und der Meditation weiter verbreiten können. Das Thema heute, Einführung in die Meditation, ist ein sehr wunderschönes Thema, wie ich finde, da Meditation an und für sich ein ganz bereicherndes, wunderbares Feld ist, eine Wissenschaft, in der man ganz viel Zeit investieren kann, um zu forschen und auch sehr viel wundervolle Vorzüge aus der Praxis herausziehen kann. Das Wort Meditation ist heutzutage in aller Munde. Wir haben alle schon davon gehört, dass wir eigentlich Meditation praktizieren sollten. Aber ich glaube, dass das Verständnis darüber, was Meditation eigentlich ist, vielleicht ein kleines bisschen Beleuchtung bedarf. In der westlichen Welt wird Meditation oftmals als die Praxis von bestimmten Techniken angesehen, die dazu führen, den Geist zu entspannen oder zu konzentrieren. Im ursprünglichen Sinne ist die Meditation aber nicht die Praxis, die wir betreiben, sondern die Meditation ist ein Geisteszustand, den wir erreichen, wenn wir diese Praktiken regelmäßig anwenden. Es gibt eine ganz alte, besondere Schrift zum Thema Meditation, die von einem Yogi namens Patanjali geschrieben wurde. Und Maharishi Patanjali definiert ganz klar, was dieser Geisteszustand Meditation oder im Sanskrit heißt er Dhyana, was der eigentlich bedeutet. Und seine Definition von Meditation ist, dass Meditation der ununterbrochene Fluss der Gedanken zu Gott ist. Oder um genauer zu sein, dass man einen spezifischen Gedanken ununterbrochen aufrechterhalten kann und dieser Gedanke muss auf Gott gerichtet sein. Wenn wir das praktizieren und zu diesem Punkt kommen, wo der Gedanke ganz anstrengungsfrei zu Gott fließen kann, dann treten wir in den Zustand der Meditation ein. Diesen Zustand zu erreichen ist gar nicht so einfach. Wenn wir uns hinsetzen auf das Kissen und Meditationspraktiken üben, werden wir sehr schnell feststellen, dass das zur Ruhe bringen des Geistes oder das Konzentrieren des Geistes auf nur ein Ding ganz schön herausfordernd ist. Ständig springt der Geist in eine andere Richtung, denkt über Sachen nach, die schon passiert sind, denkt über Dinge nach, die noch kommen werden, und man verpasst das eigentliche Nachdenken oder das Konzentrieren auf das, was wir eigentlich üben wollen.
Um nun zu diesem Punkt zu kommen, dass der Geist tatsächlich so konzentriert bleiben kann, können wir ganz viele verschiedene Dinge tun, die uns dafür helfen. Hierzu gibt es viele verschiedene Meditationsschulen oder Traditionen, die einen schrittweisen Weg vorgeben, über den der Schüler oder der Übende vorankommen kann. Im Yoga wird dieser Weg als Raja Yoga bezeichnet. Raja heißt königlich. Was damit gemeint ist, ist, dass man durch die Praxis dieses Yoga einen Zustand der geistigen Königlichkeit oder der geistigen Erhebung erreichen kann. Hierzu gibt es verschiedene Dinge, die empfohlen werden, um den Geist in dieser Praxis zu unterstützen. Ein ganz wichtiger Punkt in diesem System und in dieser Praxis ist, dass wir uns mit Eigenschaften auseinandersetzen, die wir als göttliche Eigenschaften bezeichnen und diese in unsere Beziehung zur Welt, aber auch unsere Beziehungen zu uns selbst einbinden, anwenden und dadurch immer mehr zu unserem natürlichen Handeln werden lassen. Diese göttlichen Eigenschaften wie Liebe, Großzügigkeit, Vergebung, Hingabe sind uns zu eigen. Die sind Teil unserer Persönlichkeit und wir haben sie alle schon auf die eine oder andere Art und Weise erlebt. Und das ist ein ganz großes Glück und ein großer Vorteil, denn wenn wir etwas schon mal erlebt haben, ist es im Grunde genommen greifbar für uns, sodass wir mit diesen Erlebnissen und diesen Eigenschaften tatsächlich arbeiten können. Wenn wir üben, diese göttlichen Eigenschaften in unserem normalen Leben mehr und mehr auszudrücken, wird sich unsere Beziehung zur Umwelt verändern. Durch unsere westliche Erziehung ist unsere Beziehung zur Welt oftmals eher eine fordernde. Ich erwarte von der Welt, dass sie mir etwas gibt. Ich erwarte von den Menschen um mich herum, dass sie mir etwas geben. Und aus dieser Erwartungshaltung werden unsere Handlungen mit einer bestimmten Energie gefärbt, die uns immer wieder unzufrieden werden lassen. Denn wenn wir eine Erwartungshaltung haben, können wir davon ausgehen, dass diese Erwartungen nicht erfüllt werden. Und wenn sie nicht erfüllt werden, sind wir unzufrieden. Wenn wir nun dieses Muster des Erwartens und Wollens von der Welt nach und nach ersetzen mit dem Muster oder den Qualitäten, die aus unserem göttlichen Selbst herauskommen, dann wird unsere Haltung der Welt gegenüber erwartungsfreier. Denn das, was ich möchte, das Gefühl der Zufriedenheit, das kreiere ich aus mir heraus. Durch das Erzeugen der Zufriedenheit und der Fülle in mir wird auf einmal mein Umgang mit der Welt so sehr verändert, dass die Welt mich immer nett erleben wird und ich dadurch die Welt immer hübsch, nett und schön erleben werde. Oder zumindest auf eine Art und Weise, wie sie mich nicht unzufrieden macht. Durch eine solche Praxis erzeugen wir einen Ruhepol in uns selbst. Wenn wir in uns selbst emotional, intellektuell und auf allen anderen Ebenen einen zur Ruhe kommen, Zufriedenheit erreichen, wird ganz automatisch der Geist dadurch beeinflusst. So wird auch der Geist ruhiger werden, was in dem Prozess der Konzentration, den wir während der Meditation erreichen wollen, ganz stark hilft und
halt einfach schon ein Stück dieses Zieles, das wir erreichen wollen, ganz automatisch hervorruft. Das heißt, in dem System des Raja-Yoga werden bestimmte Module oder Anweisungen gegeben, die, wenn wir sie in die Tat umsetzen, ganz natürlich der Geist ruhiger werden möchte. Diese verschiedenen Anweisungen werden im Raja-Yoga als Yamas und Niyamas bezeichnet. Das sind ethisch-moralische Richtlinien, die uns eine Idee geben, wie wir im Umgang mit der Gesellschaft und im Umgang mit uns selbst ruhiger werden können. So sind ein paar dieser Richtlinien zum Beispiel, dass wir die Wahrheit sprechen und leben, so wie wir sie erfahren. Das ist natürlich immer nur ein momentaner Zustand, denn das Erleben der Wahrheit ist auch etwas, was sich im Laufe der Zeit verändert. Ein weiterer Punkt ist, dass wir probieren sollten, nicht zu verletzen. Die anderen, aber auch uns selbst nicht, in Wort und Tat. Dass wir probieren sollten, mit dem, was wir bereits haben, zufrieden zu sein und das Beste daraus zu machen, sodass der Geist nicht permanent nach anderen Sinnesobjekten lechzt. Auf diesem Weg zu erlernen, wie wir mit uns selbst und mit anderen in Frieden leben können, sind ein paar Dinge ganz wichtig, nämlich, dass wir immer wieder Inspiration bekommen, diesen Weg zur Gotteserkenntnis beschreiten zu wollen. Hierzu wird vorgegeben, dass man Schriften studiert, die Anweisungen geben, wie man dieses schöne Ziel erreichen kann, dass man Vorträgen zuhört oder mit Menschen zusammen ist, die auch auf diesem spirituellen Weg sind und das gleiche Ziel anstreben. Denn durch die Umwelt, unsere eigenen Wünsche und viele, viele, viele Reinkarnationen ist der Geist stark nach außen gerichtet und viele Muster sind verfestigt, die einen ruhigen Geist nicht unbedingt unterstützen. Das heißt, dieser Weg, den Geist zur Ruhe zu bringen, ist nicht gerade der einfachste. Wenn wir aber mit Menschen zusammen sind, die das auch tun, die uns immer wieder daran erinnern, was wir eigentlich wollen, hilft das sehr viel und wir müssen weniger alleine kämpfen. Wir müssen weniger mit uns selbst kämpfen, denn in dieser Gemeinschaft entsteht eine Energie, die ein solches Leben einfach befürworten. Wenn wir nun uns um die Meditationstechniken kümmern wollen, so gibt es auch hier verschiedene Ansichten darüber, wie man das am besten praktizieren kann. Es wird oftmals zum Beispiel gesagt, okay, man kann gehende Meditation praktizieren, man kann beim Abwaschen meditieren und so weiter und so fort. Meiner Meinung nach sind das Meditationspraktiken, die Meditation selbst, dieses absolute zur Ruhe kommen, ist aber leichter in einer Position zu erreichen, in der wir den Körper tatsächlich vergessen können. Und hierzu werden in den Schriften immer wieder, wird in den Schriften immer wieder darauf hingewiesen, dass eine aufrechte Sitzhaltung absolut essentiell für das Erreichen der Meditation ist. Im Laufe der Zeit, wenn man wirklich etabliert in diesem Zustand der Meditation ist, dann kann man das in anderen Aktivitäten auch erreichen. Aber um erstmal dorthin zu kommen, müssen wir so viel wie möglich Energie freischaffen, um sie auf den Geist richten zu können. Hierzu wird eine sitzende Haltung mit aufrechtem Rücken ganz stark angeraten, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil durch das Aufgerichtetsein der Wirbelsäule die Energie schneller hoch zum Kopf fließt, sodass wir mehr Energie für die Konzentration zur Verfügung haben. Zum anderen, weil durch das aufrechte Sitzen die Atmung, die natürliche Atmung, freier fließen kann, sodass der Körper besser entspannen kann.
Und zum Dritten, dass wenn man tatsächlich eine Haltung gefunden hat, in der der Körper sein Zentrum gefunden hat und sich an das Sitzen gewöhnt hat, dann kann der Körper wirklich endlos sitzen, ohne dich abzulenken. Es kommen dann immer wieder die Stimmen hoch, die sagen, ah, ich könnte mich doch auch wunderbar auf den Rücken legen, denn da kann ich meinen Körper ganz toll entspannen. Und das stimmt auch. Aber wenn du dich auf den Rücken legst und der Körper entspannt, wird der Geist auch relativ schnell entspannen und schläfrig werden und dann eher einschlafen oder träumen, als sich noch auf die Konzentrationsübung wirklich zu konzentrieren. Genauso könntest du auch probieren, im Stehen zu üben. Das funktioniert auch. Das Problem dabei ist nur, wenn du probierst, wirklich regungslos zu stehen für eine lange Zeit, ist der Körper auch daran nicht gewöhnt und das ganze Herz-Kreislauf-System wird runterfahren, was tatsächlich dazu führen kann, dass du ohnmächtig wirst. Das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden. Also deshalb wird angeraten, Meditation tatsächlich im Sitzen zu üben. Das Sitzen selbst ist für die meisten Leute nicht so einfach. In den Traditionen des japanischen Zen wird oftmals gesagt, dass sie gar nicht Meditation praktizieren, sondern sie üben Sitzen. Und das ist etwas, das man tatsächlich ganz lange tun kann und sollte, um zu diesem Punkt zu kommen, dass man wirklich einfach bequem sitzen kann. Wenn es um Sitzhaltungen geht, ist unser Hauptziel, zumindest am Anfang, erstmal nur die Wirbelsäule gerade halten zu können. Du kannst dafür auf einem Sitzkissen, auf einem Sitzbänkchen oder auch auf einem Stuhl sitzen, wenn das anfangs für dich bequemer ist. Wichtig ist wirklich nur, dass die Wirbelsäule irgendwo ihren Punkt findet, wo sie relativ anstrengungsfrei sitzen kann. Also nicht so. Ja. Das geht zwar auch, aber das hilft nicht beim Konzentriertbleiben. Wirklich den Brustkorb geöffnet, die Wirbelsäule gerade und der Bauch dabei möglichst entspannt, damit die Atmung fließen kann. Du kannst auf meiner Webseite ein paar Videos finden, wo ich Anleitungen dazu gebe, wie du verschiedene Sitzhaltungen üben kannst oder welche du nutzen kannst. Ich kann dir nur empfehlen, wenn du anfängst mit Meditationspraktiken, tatsächlich einfach all diese Übungen immer wieder oder diese Sitzhaltungen immer wieder zu nutzen, bis der Körper sich nach und nach an das Sitzen gewöhnt und du die eine Sitzhaltung findest, die für dich wirklich funktioniert. Während du Sitzen übst, solltest du natürlich auch schon anfangen, verschiedene Meditationstechniken zu üben. Und hier möchte ich ein bisschen über die verschiedenen Schulen sprechen, die in der heutigen Welt oder der heutigen Zeit so bekannt sind. Eine ganz große Schule der Meditation ist natürlich der Buddhismus und der Zen-Buddhismus, auch der tibetanische Buddhismus, die sich sehr stark auf Meditationstechniken konzentrieren. In den Traditionen des Zen gibt es dann auch verschiedene Stufen, über die der Schüler, der Praktizierende, üben sollte. Im japanischen Zen gibt es vor allen Dingen zwei große Traditionen, die heißen Soto und Rinzai, die ein kleines bisschen unterschiedlich praktizieren. In der Tradition des Soto ist eine der Hauptpraktiken, dass man beim Sitzen mit geöffneten Augen auf einen Punkt, möglichst an der Wand, starrt und einfach probiert, den Geist frei von Gedanken werden zu lassen. Das ist nicht so ganz einfach. Da muss man lange üben und lange sitzen. In der Tradition des Rinzai wird viel mit sogenannten Koans gearbeitet, die dem Schüler es wird oftmals mit Rätsel übersetzt, also einen Satz oder ein Wort geben, das der Schüler dann im Geist behält und woran der Geist sich im Grunde genommen zerreibt. Diese Koans funktionieren wie ein Mühlstein, da sie sich mit Dingen beschäftigen, die der Geist nicht fassen kann. So ist zum Beispiel eines der bekanntesten Koans ist, zeig mir das Gesicht, das du hattest,
bevor deine Eltern geboren wurden. Wenn man da intellektuell drüber nachdenkt, macht das keinen Sinn. Aber durch das Wälzen dieses Satzes im Geiste, wie gesagt, funktioniert dieser Satz wie ein Mühlstein, der nach und nach die Gedanken wegreibt, bis halt irgendwann Stille übrig bleibt. So wird dann in dieser Zen-Tradition, werden dem Beginner ein bestimmtes Koan gegeben. Wenn er dieses Rätsel erfährt oder löst, geht er weiter zum nächsten und arbeitet sich so Stück für Stück tiefer in diesen Zustand der Meditation oder der Transzendenz ein. Dann gibt es eine weitere große Richtung, die heute sehr stark vertreten ist. Das sind die sogenannten geführten Meditationen, in der der Schüler angeleitet wird, im Grunde genommen auf eine, Anführungsstrichen, geistige Reise zu gehen. Ja, so werden verschiedene Dinge getan und der Geist konzentriert sich auf verschiedene Aspekte und wird dadurch von seinen normalen Gedanken weggeführt zu dem Erleben eines schönen Bildes. Zum Beispiel wirst du an den Strand geführt und man erzählt dir, konzentriere dich auf das Gefühl des Sandes und der Wellen und so weiter und so fort. Und irgendwann kommt durch dieses ganze Bild, was im Geist erzeugt wird, halt ein Gefühl der Ruhe auf. Diese Techniken sind sehr, sehr hilfreich, gerade am Anfang. Sie sind hilfreich, weil unser Geist am Anfang sehr unbeständig ist und ständig hin und her springt. Wenn ich jetzt meinem Geist mit dieser Aktivität sagen würde, konzentriere dich auf nur ein Ding, das ist unmöglich, das kann der Geist nicht. Was ich deshalb probiere zu tun mit diesen geführten Meditationen, ist, dem Geist immer wieder neue Sachen zu geben, auf die er sich konzentrieren muss. So, wenn sich jetzt meine Hand durchs Bild wild bewegt, deine Augen folgen werden, ganz automatisch. So folgt auch der Geist den Anleitungen, die in dieser geführten Meditation gegeben werden. Es ist eine gute Hilfe, zu beginnen, Ruhe zu erzeugen, das Gefühl im Geist bewusst zu machen, wie es sich anfühlt, wenn weniger Gedanken dort sind. Letztendlich jedoch, wenn wir uns ein bisschen gekräftigt haben geistig mit diesen Übungen, sollten wir von diesen Übungen Abstand nehmen und wirklich mehr uns auf die Dinge konzentrieren, die den Geist auf ein Ding richten. Denn, wie anfangs gesagt, ist Meditation der Geisteszustand, in dem der Geist ununterbrochen auf einen Gedanken, auf ein Objekt sich konzentriert. Das heißt, durch diese Übungen, geführte Meditation und andere Sachen, ist das so ein bisschen wie das, ich sag mal, beim Angeln. Ja? Wenn man den Fisch am Haken hat, muss man den langsam ranziehen. Das machen wir über diese Übungen mit dem Geist auch. Ja, der springt sonst über die ganze Welt. Und dann durch diese geführten Übungen reduzieren wir mehr und mehr den Raum, in dem sich der Geist bewegen darf. Letztendlich wird der Raum ganz stark reduziert sein, bis es zu dem Punkt kommt, dass es nur noch ein Punkt ist, auf den sich der Geist konzentrieren darf und tatsächlich auch möchte. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück, zu dem Möchten des Geistes. In der Tradition des Yoga hat die Meditation, die Praxis der Meditation, einen riesigen Stellenwert. Das wird oftmals sehr unterschätzt. Das ganze System des Raja-Yoga bietet eine unendliche Fülle an Techniken, die dem Schüler Schritt für Schritt helfen, zu diesem Zustand zu kommen, den Geist konzentriert zu halten. Die ursprünglichen oder Basistechniken dafür sind Konzentrationen auf den Atem. Der Atem hat eine ganz starke Wirkung auf den Geist. Die Yogis sagen, man könnte das wie in einer Gleichung sehen, dass du Geist auf der einen Seite, Atem auf der anderen Seite hast. Und zwar, je stärker der Geist bewegt wird, desto stärker wird der Atem bewegt. Je ruhiger der Geist wird, desto ruhiger wird der Atem. Wenn wir verstehen, dass die sich
so gegenseitig beeinflussen, dann können wir den Geist, dieses unfassbare Ding, über die Bewegung des Atems beeinflussen. Ja, ich habe gerade gesagt, wenn der Atem sehr stark bewegt wird, wird der Geist stark bewegt. Wir wollen den Geist wenig bewegen, also müssen wir einfach lernen, den Atem wenig zu bewegen und automatisch wird der Geist ruhiger und weniger bewegt werden. Deshalb wird sehr stark angeraten, dass wenn wir Konzentrationsübungen machen wollen, dass wir uns stark mit dem Atem beschäftigen. Über Atemmeditationen, aber auch über Atemübungen. Wenn wir ein Ziel vor Augen haben, wie das Ziel der Meditation, müssen wir verstehen, dass auf dem Weg dorthin nicht immer alles dieses schöne, tolle Erlebnis der Meditation sein kann, sondern dass auf dem Weg dorthin ein Großteil von dem, was wir tun und erleben werden, Arbeit ist. Mit dem Ziel vor Augen, Meditation zu erreichen, können wir Atemübungen als einen Teil der Arbeit ansehen, die uns dorthin führen werden, Konzentration und Meditation zu erleben. Ich kann dir nur empfehlen, dass wenn du meditieren lernen möchtest, dass du einen Großteil der Zeit, die du dafür übrig hast, tatsächlich auf Atemübungen verwendest. Zum einen praktizierst du Sitzhaltung, während du Atemübungen machst. Zum anderen ist die Aktivität des bewussten Atems und der bewussten Atemübung etwas, was dem herumspringenden Geist ein kleines bisschen näher ist als das einfache blanke Sitzen und Konzentrieren. So, wenn du dich zum Beispiel auf die Bauchatmung konzentrierst, also den natürlichen Atem, und zunächst erstmal lernst, diese Bewegung des Atems wirklich bewusst auszuführen, sodass du mit der Ausatmung den Bauch zurückziehst und mit der Einatmung den Bauch nach vorne wölbst, so konzentrierst du dich auf etwas, nämlich die Bewegung des Atems. Das heißt, du wirst Konzentrationskraft aufbauen, aber gleichzeitig kannst du noch die kinetische Energie, also die Bewegungsenergie, nutzen über die Bewegung des Atems. Von dort aus kannst du deine Wahrnehmung dieser Übung dann Stück für Stück verfeinern, sodass du zunächst die Bewegung beobachtest, dann nach und nach dich auf den Fluss des Atems konzentrierst und dann nach und nach probierst, diesen Atem, die Bewegung des Atems feiner werden zu lassen. Und vielleicht länger, sodass wenn du anfängst mit der Bauchatmung, du vielleicht 3 bis 4 Sekunden ein- und ausatmest, und dann im Laufe der Zeit das ausdehnen kannst auf 6 Sekunden, 8 Sekunden oder 10 Sekunden ein- und aus. Durch die Konzentration auf eine solche Übung, wie gesagt, schlägst du viele Fliegen mit einer Klappe, nämlich du bedienst dich noch der Bewegungsenergie, dadurch, dass der Bauch sich bewegt. Du gibst dem Atem verschiedene Dinge, auf die er sich konzentrieren kann und muss. Bewegung des Bauches, Atemrhythmus zählen, Bewegung des Atems beobachten und feiner werden lassen, sodass der Geist durch diese Arbeit, die du ihm gibst, so gut wie keine Chance mehr hat, noch an andere Dinge zu denken, herumzuspringen. Und letztendlich über das Erlernen der Kontrolle des Atemflusses hast du einen direkten Einfluss auf die Bewegungen des Geistes. Das heißt, diese Atemübungen und Atemmeditationen sind höchst effizient. Die sind vielleicht nicht so aufregend wie eine geführte Meditation, wo du irgendwann hinterher auf dem Jupiter landest, aber sie helfen dir in ganz kurzer Zeit effektiv deinen Geist zur Ruhe zu bringen. Wie gesagt, das erfordert ein bisschen die Einstellung von, okay, das ist Arbeit. Das mögen wir nicht so gerne, vor allen Dingen, wenn wir Meditation üben wollen, um Entspannung zu erreichen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass du dir klar machst, dass wirkliche Entspannung nur geschehen kann, wenn du deinen Geist von den Dingen ablenkst,
die ihn normalerweise beschäftigen. Und wenn du verstehst, dass du ein kleines bisschen Energie und Arbeit investieren musst, um einen viel größeren Effekt zu erzeugen, dann fällt es leichter, diese Arbeit tatsächlich auch auszuführen. Viele Menschen sagen, dass dieses hohe Ziel der Meditation oder gar der Transzendenz, die wir erreichen können durch diese Praktiken, so fernab scheint, so weit weg. Und es scheint, als ob es immer weiter wegrutscht, wenn man anfängt, sich mit der Meditation zu beschäftigen. Wenn du dich hinsetzt und beobachtest, was so alles in deinem Geist passiert, kann das manchmal erschreckend sein, weil man denkt, oh, du meine Güte, wie soll ich von diesem Chaos, was hier abgeht, zu dem Punkt kommen, dass nur ein Gedanke dort ist? Auch hier gibt es verschiedene Dinge, die wir uns immer wieder vor Augen halten sollten, nämlich all die wunderbaren Vorzüge, die du durch die bloße Praxis dieser Techniken schon gewinnen kannst. Auch wenn Meditation und Transzendenz erstmal gar nicht dein Ziel sind. Alleine zu verstehen, dass durch eine regelmäßige Praxis dieser Techniken du dein Herz-Kreislauf-System positiv beeinflusst. Das autonome Nervensystem, was Stressreaktionen erzeugt, in unserer Welt ist das sehr viel, wird so beeinflusst, dass du wieder zur Ruhe kommen kannst. Dass die Muskelspannung, die sich in unserem normalen Leben aufbaut, einfach durch diese Übungen reduziert wird. Dass dein autonomes, das Autoimmunsystem, dein System, das dich gesund erhält, positiv angeregt wird. Dass du durch diese Übungen Gedankenkraft aufbaust. Ja, ich denke immer so, wenn wir einen starken Bizeps haben wollen, verstehen wir alle, dass wir pumpen müssen, ja, Gewichte heben. Wenn wir einen starken Geist haben wollen, dann müssen wir genau das Gleiche tun. Wir müssen geistig Gewichte heben. Und das sind diese Konzentrationsübungen. Nun stell dir vor, wie sehr dein normales Leben davon Nutzen ziehen würde, wenn sich deine Gedankenkraft verdoppelt. Wie effizient du deine Arbeit erledigen könntest und wie viel Zeit dir das dann hinterher geben würde, die du sonst mit der gleichen Arbeit verbringen würdest. Das lohnt sich ungemein. Durch das Üben dieser Techniken wirst du ganz automatisch erleben, wie diese göttlichen Qualitäten, über die ich anfangs gesprochen habe, sich mehr in dir manifestieren. Wie du ein Gefühl von Zufriedenheit in dir erlangst, ohne dafür abhängig von anderen oder äußeren Dingen zu sein. Wie du ein Gefühl von Wachheit, Aufmerksamkeit erlangst. Wie die Dinge, die du tust in deinem normalen Leben, dir viel bewusster werden und du sie dadurch viel besser und schöner erleben kannst. Ja, oftmals ist das ja so, dass wenn wir im Fluss des normalen Lebens sind, die Tage, Stunden, Wochen, Monate an einem vorbeirauschen. Und wenn man sich da mal hinsetzt und überlegt, was ist denn eigentlich in der letzten Woche passiert, weiß man das gar nicht so genau, weil einfach alles so vorbeirauscht. Nun stell dir vor, deine Aufmerksamkeit ist dort zu jedem Moment und du nimmst jedes Erlebnis ganz bewusst wahr. Zum Beispiel den Apfel, den man isst. Wie oft isst man den Apfel, ohne wirklich zu schmecken? Stell dir vor, du nimmst bewusst wahr, wie toll der Apfel schmeckt, wie viel Energie dir der Apfel gibt, während du isst und wie schön sich Körper und Geist danach anfühlen. Auf einmal gewinnst du aus diesem Moment 100-fach mehr Energie, als den einfach nur herunterzuschlingen. All diese Punkte, die ich gerade gesagt habe, werden sich ganz automatisch in deinem Leben manifestieren, entfalten. Durch das Praktizieren auf dem Kissen. Nun wird oft gesagt, ich habe nicht so viel Zeit. Ich kann nicht jeden Tag eine Stunde auf dem Kissen sitzen. Brauchst du auch gar nicht. Eine Stunde auf dem Kissen zu sitzen,
ist anfangs meistens Zeitverschwendung, denn der Geist hat diese Kraft noch nicht. Und wenn du dir vornimmst, jeden Tag eine Stunde zu meditieren, wirst du schnell zu dem Punkt kommen, dass du enttäuscht bist, denn du machst es nicht. Ich möchte dir ein paar Punkte geben, die ich sehr hilfreich finde, wenn es darum geht, eine Meditationspraxis aufzubauen. Das allererste, was ich dir raten möchte, ist, denke in kleinen Schritten. Schau, wie viel Zeit du bequem sitzen kannst oder aufbringen kannst, ohne das Gefühl zu haben, dass es eine Arbeit, Stress oder noch eine zusätzliche Last für deinen Tag ist. Ich persönlich würde dir empfehlen, fang vielleicht mit 5 Minuten an. Und dann auch nicht, ich muss jetzt jeden Tag, probier erst mal 1, 2, 3 Mal in der Woche 5 Minuten zu finden, wo du dich hinsetzt und dann Übungen machst. Ja, du findest hier auf meinem YouTube-Kanal 1, 2 Meditationen geführt oder auf meiner Webseite sind eine ganze Reihe, mit denen du üben kannst. Wenn du dich hinsetzt und alleine übst, dir einfach eine Übung aussuchst, mit der du arbeiten möchtest, stell dir einen Timer und stell ihn dir wirklich auf diese 5 Minuten und wenn die 5 Minuten um sind, hör auf, ganz egal, ob es schön war oder ob es anstrengend war, ja? Sodass der Geist sich an Zeitvorgaben gewöhnen kann. Wenn du beginnst mit der Praxis, lege es dir fest in den Terminkalender zu bestimmten Zeiten, sodass der Geist sich an einen Rhythmus gewöhnt. So sagst du zum Beispiel, wenn du 3-mal in der Woche üben willst, Montag, Mittwoch, Freitag, morgen nach dem Aufstehen, setze ich mich hin für 5 Minuten. Ja, mach das einen ganz festen Bestandteil deines Tagesablaufes. Probiere immer am gleichen Ort zu üben. Idealerweise baue dir sowas wie einen Altar, stell eine Kerze auf oder eine Blume, etwas, das dich inspiriert, an Schönheit zu denken. Sitz an der gleichen Stelle, idealerweise sogar mit der gleichen Kleidung, einfach um den Geist zu unterstützen. Denn wenn du ein gewisses Ritual aufbaust, an diesem Ort sitze ich mit dieser Kleidung in dieser Himmelsrichtung ausgerichtet, dann kommt der Geist schneller in dieses Gefühl der Konzentration. Wenn möglich, lass diesen kleinen Ort der Meditation dort, auch wenn du nicht praktizierst, zum einen als Erinnerung, dass du üben möchtest, zum anderen, um dort so etwas wie einen kleinen geschützten Raum energetisch aufzubauen, in den du dann, wenn du dich auf dein Kissen setzt, in diesen Raum eintrittst, einfach um es wieder leichter zu machen. Es wird in den Schriften sehr angeraten, dass du, wenn du sitzt, entweder in Richtung Norden oder Osten dich ausrichtest. Das hat bestimmte energetische Gründe, diese Energieströmungen aus dem Norden oder aus dem Osten helfen tatsächlich, den Geist schneller zur Ruhe zu bringen. Und wir wollen es uns einfach leicht machen. Ein anderer ganz wichtiger Punkt ist, dass du deine Erfahrungen aufschreibst. Ja, wenn du dich hinsetzt und übst für ein paar Minuten, dass du dir danach 1, 2 Minuten nimmst und einfach 1, 2 Sätze aufschreibst von dem, was dir gerade in den Kopf kommt. Sodass, wenn du dann nach 2, 3 Monaten mal schauen willst, was so eigentlich für dich passiert ist, du in dein Buch gucken kannst, um zu schauen, ach ja, schau mal. Ne? Hier ging es gut, hier ging es nicht so gut, hier habe ich hinterher gedacht, das und so weiter und so fort. Es gibt uns ein bisschen die Möglichkeit, Entwicklungen in der Meditation nachvollziehen zu können. Wenn wir mit dem Geist arbeiten, da wir ihn 24 Stunden am Tag mit uns haben, ist Entwicklung oder Fortschritt, wenn man so will, oftmals nicht so gut feststellbar. Denn der Fortschritt geht in kleinen Schritten, sodass wir ihn nicht so wahrnehmen. Wenn du aber ein Tagebuch darüber führst und dann zurückschaust, was war vor einem halben Jahr, dann kann man gut sehen, was passiert ist. Und das ist ganz wichtig für uns, immer wieder eine Bestätigung zu bekommen über die Dinge, die wir bereits vollbracht haben. Das gibt Motivation. Das regt uns an, weiterzumachen. Wenn du das für eine Zeit lang so gemacht hast,
Ja, es wird gesagt, wenn du 30 Tage lang eine neue Routine in deinem Leben etablierst und dich daran festhältst, danach wird sie anstrengungsfrei laufen. Also zum Beispiel nimm dir vor, für einen Monat dreimal pro Woche diese 5 Minuten zu sitzen. Danach wird das ganz automatisch gehen. Danach wirst du das Verlangen danach haben, zu diesen Zeiten dich hinzusetzen. Und dann, wenn du merkst, dass das Verlangen nach mehr da ist, dann kannst du ein kleines bisschen mehr machen. Dann wird es natürlich passieren, ohne dass du dich immer wieder zwingen musst. Dann erhöhe von 5 Minuten auf 7 Minuten. Oder nimm einen 4. Tag dazu. Ja, so wie du fühlst, dass es für dich nutzbringend ist. Diese kleinen Einheiten sind so diese Reagenzglas-Übungen, sag ich mal so. Ja, wo du dir einen wunderschönen Raum erstellst, in dem du Konzentration übst. Das wird sich in deinem normalen Leben bemerkbar machen, selbst wenn du nur 5 Minuten übst. Denn der Geist wird sich immer wieder daran erinnern, dass du morgens geübt hast oder dass du gestern geübt hast. Diese Gedankenwellen werden im Laufe der Zeit immer stärker, sodass du feststellen wirst, dass diese Form der Konzentration auf einmal auch in deinem normalen Leben ihren Platz finden möchte. Oder wenn du Atemübungen machst oder Atemmeditationen, wirst du feststellen, dass du auf einmal, während du Geschirr wäschst, an die Atemübung denkst und automatisch der Atemrhythmus hergestellt wird. Wenn das passiert, kannst du üben, während du abwäschst. Und so werden diese beiden Teile, das in Anführungsstrichen normale Leben und das Leben auf dem Kissen, nach und nach miteinander verschmelzen. Wenn du meditierst und praktizierst, ist es wichtig, dass du einfach daran denkst, dass diese Techniken Arbeit sind. Denke daran, dass Arbeit irgendwann ein Resultat bringt. Probiere aber nicht, dieses Resultat direkt zu haben. Wenn du übst, probiere möglichst nicht danach zu streben, jetzt dich unbedingt entspannt fühlen zu müssen hinterher oder tolle spirituelle Erlebnisse haben zu wollen. Die Übung ist halt einfach die Übung. Setz dich hin und übe. Ganz egal, ob du müde bist, ob du wach bist, ob du aufgeregt bist, ob du krank bist oder gesund bist, ob du Lust hast oder nicht, setz dich hin und üb. Und auf diese Art und Weise wirst du halt einfach feststellen, dass dadurch diese Kerfe, diese Schwingung im Geist ganz stark gefestigt wird. Du Geisteskraft aufbaust. Die Effekte davon, die Auswirkungen davon, werden sich in deinem normalen Leben manifestieren. Und dafür sind sie gedacht. Also sei beständig. Beständigkeit ist eins der wichtigsten Dinge in der Praxis. Du kannst am Anfang ein bisschen rumsuchen, rumspringen, verschiedene Techniken ausprobieren. Ja, das ist die Aufgeregtheit des Geistes, der rumspringen will. Nach und nach solltest du aber probieren, das Rumspringen des Geistes zwischen verschiedenen Techniken zu reduzieren und dich zumindest für bestimmte Zeiträume immer auf eine Konzentrationsübung zu konzentrieren, damit du Wirkungen und Auswirkungen davon spüren kannst. So dass du spüren kannst, oh, wenn ich jetzt Atemmeditation mache, ich kann spüren, dass nach 2 Wochen oder nach 1 Woche oder nach dem 3. Mal mein Atem ruhiger wird. Ich kann spüren, wie sich mein Atem verfeinert. Ich kann spüren, wie mein Geist dadurch schneller ruhig wird und so weiter und so fort. Ja, also bleibe dabei. Setz dir einen Zeitraum, wie gesagt, 30 Tage ist das, was normalerweise mindestens nötig ist, um eine neue Form von Übungen zu etablieren. Probiere diese 30 Tage durchzuhalten. Wenn die Momente kommen, wenn der Geist sagt, schon wieder das Gleiche. Ja, schon wieder das Gleiche. Es sind nur noch 27 Tage.
Irgendwann hört der Geist auf zu nörgeln. Das bringt Ruhe. Wenn wir so auf längere Art und Weise praktizieren, werden ganz viele Dinge gleichzeitig passieren. Nämlich Ruhe des Geistes, Ruhe des Körpers werden stärker werden, sodass ruhig Sitzen immer leichter wird. Und über die Ruhe des Geistes werdet ihr feststellen, dass Ruhe der Emotionen kommt. Und Ruhe der Emotionen ist wie ein Lottogewinn. Wenn man ausgeglichen bleibt, die Emotionen zwar wahrnimmt, aber nicht hin und her geschmissen wird davon. Es lohnt sich also sehr, diese Zeit und diese Arbeit tatsächlich zu investieren. Wie gesagt, nimm dir vor, 30 Tage durchzuhalten. 30 Tage ist nicht viel. Oder jetzt bald kommt die Fastenzeit. 14. Februar geht es, glaube ich, los. 7 Wochen. Viele Leute sagen, okay, ich mache 7 Wochen ohne. Ich würde ja empfehlen, mach mal 7 Wochen mit. 7 Wochen mit 5 Minuten Meditation am Tag. Und probier mal, das durchzuhalten und schau, wie du dich hinterher fühlst, welche Auswirkungen du in deinem Geist spürst. Ich möchte euch gerne noch ein paar Minuten geben, um Fragen zu stellen über den Chat, wenn ihr welche habt. Also fangt ruhig an zu tippen. Ich werde noch ein kleines bisschen weiter erzählen, um halt einfach hier nicht eine lange Stille haben zu müssen. Also eine wunderbare Übung, um Meditation zu starten, ist tatsächlich, wie gesagt, die Atemmeditation. Eine der wundervollsten und effizientesten Übungen, die ich kenne, ist das Zählen der Atemzüge. Ich werde kurz erklären, wie das funktioniert, so dass du vielleicht zu Hause ein bisschen üben kannst. Und zwar wichtig ist, dass wenn du dich zur Meditation hinsetzt, du dir zunächst Zeit nimmst, deinen Körper herzurichten. Der braucht so ein bisschen, der zuckelt immer ein bisschen rum, bis er dann tatsächlich den Ort gefunden hat, an dem er sich wohlfühlt. Gib ihm die Zeit. Es ist sehr ratenswert, dass wenn du sitzt, du erstmal durch den Körper hindurch gehst, um ihn zu spüren und zu entspannen, ja, geistig. Dann, wenn du das gemacht hast, atme ein paar Mal ganz tief ein und aus, einfach um Energie in den Körper zu bringen, sodass der Körper sich entspannen kann noch weiter. Dann, wenn du das gemacht hast, bringe die Aufmerksamkeit zur Nase und beobachte einfach, wie der Atem kommt und geht, ohne ihn dabei zu beeinflussen. Also lass ihn einfach los. Du kannst spüren, wie der Atem einfließt und wie der Atem ausfließt. Wenn das etabliert ist, dann fang an, diese Atemzüge zu zählen. So hast du einatmen, ausatmen, eins. Einatmen, ausatmen, zwei. Und so zählst du nach jedem Atemzug einen Schritt weiter, bis du bei 10 angekommen bist. Und dann fängst du wieder bei 1 an. Und so wirst du immer von 1 bis 10 zählen. Wenn du zwischendurch den Faden verlierst oder zu weit zählst, du nicht mehr weißt, wo du bist, fang einfach wieder bei 1 an. Auf diese Art und Weise, der Geist wird immer noch rumspringen, keine Frage. Aber du hältst ihn so ein kleines bisschen in der Spur. Einfach durch dieses immer wieder auf den Atem konzentrieren. Das kannst du dann für ein paar Minuten machen. Am Anfang vielleicht einfach nur eine Runde von 1 bis 10. Im Laufe der Zeit kannst du das ein bisschen ausweiten und wirst merken, wie schnell der Geist dadurch ruhiger wird. Das ist eine ganz wundervolle Übung.
So, jetzt kommt hier die Frage: Ist Meditation ohne den Gedanken auf Gott zu richten eine Konzentrationsübung? Du kannst verschiedene Formen der Konzentrationsmeisterung erreichen. Es gibt auch eine Form der Meditation, wo die Gedanken nicht auf Gott gerichtet sind. Jedoch wird hier in den Schriften ganz deutlich und ganz stark davor gewarnt, dass man diese Form der Konzentration besser nicht üben sollte. Also wenn du dich auf etwas anderes konzentrierst und den vollen Fluss der Gedanken einpünktlich auf dieses Konzentrationsobjekt richten kannst. Denn es kann passieren, nein, es kann nicht nur passieren, sondern es wird passieren, dass das, worauf du dich konzentrierst, das wirst du. Wenn du deine Gedanken auf weltliche Objekte richtest, wird dein Geist eins mit diesen weltlichen Objekten. Und das kann den Geist negativ beeinflussen, wenn das Ego oder unsere Bereitschaft, dieser Welt zu dienen, noch nicht groß genug ist und das Ego noch nicht gereinigt genug ist. Deshalb wird sehr stark angeraten, diese Form der Konzentration, besonders in den fortgeschrittenen Stadien, nur auf Gott gerichtet zu halten, damit, wenn du eins mit diesem Objekt wirst, du deine Göttlichkeit erlebst und nicht etwas anderes. Maharishi Patanjali sagt ganz klar, dass wenn du selbst in dem Schritt vor der Meisterung der Meditation, wenn du Konzentration meisterst, es nichts auf dieser Welt gibt, was du nicht erlangen kannst. Und hier warnt er ganz stark davor, dass durch diese Meisterung der Konzentration auch eine große Versuchung dort sein wird, diese Kraft, diese Kräfte, die dann entstehen werden, anzuwenden. Und das bindet uns oftmals mehr an die Erlebnisse der Welt. Also es kann eine Verhaftung an die Welt erzeugen, durch die wir in uns selbst Leiden erzeugen. Und so sagt Maharishi Patanjali, richte deine Aufmerksamkeit mit diesen Konzentrationen nur auf Gott. Wenn du irgendwann etabliert bist in dem Erleben der Göttlichkeit, dann kannst du dich auf andere Dinge konzentrieren, um Wissen zu erlangen. Aber bis dorthin, bleib dabei. Ist die Frage, wenn der Geist beginnt zu träumen und der Körpertonus sich leicht verändert, sollte man achtsam die korrekte Körperposition wieder einnehmen oder die neue Position annehmen und weiter meditieren? Wenn der Geist anfängt abzuschweifen und zu träumen, das passiert schnell. Ja, man sitzt, konzentriert sich und auf einmal merkt man, dass sowas passiert ist. Man ist eingesunken. Dann kannst du hundertprozentig davon ausgehen, dass der Geist zwischendurch so ein bisschen eingenickt ist, eingeschlafen ist. Wir wollen aber Konzentration erzeugen. Das heißt also, in diesem Zustand war der Geist sowieso, ich sag mal, matschig. Es ist besser, dich wieder aufzurichten und dann neu zu beginnen, weil dann die Übung frischer ist, als hier zu bleiben und weiterzumachen. Wenn ich das vergleiche mit dem Üben auf einem Instrument, ja, mein Instrument, die Gitarre, man spielt und du merkst, du machst irgendwas falsch und die Hand wird floppig und macht nicht mehr das, was sie machen soll. Es ist besser, die Hand kurz vom Griffbrett zu lösen und wieder neu loszulegen, als mit dem Alten zu üben, denn dann übt man alte, fehlerhafte Muster ein. Wenn du also einfach von hier aus weitermachst, übst du eine Haltung, körperlich und geistig, ein, die nicht unterstützend für die Meditation ist. Also besser wieder aufrichten, neu starten und von vorne loslegen. Das bringt uns wieder zurück zu dem Punkt, zu sagen, dass diese Techniken sind Arbeit. Wir wollen alle gerne sitzen, einfach nur machen. Ach, ist das schön. Aber das Hach ist das schön, bringt uns nicht weiter.
Vor allen Dingen, wenn es in diesen Zustand dieses Träumens geht, es kann ganz schön sein, fühlt sich toll an, aber wird dir nicht helfen, weiter voranzukommen. Besser zwischendurch immer wieder, okay, nochmal, nochmal, nochmal. Ich persönlich habe lange Zeit auch so geübt oder mache das auch immer wieder so, dass ich vor, zum Beispiel, wenn ich Atemkonzentration mache, vor jedem neuen Atemzug ganz kurz wieder dieses Gefühl habe, als ob ich gerade erst anfange. So dass jeder Atemzug frisch wird im Grunde genommen. Oder so dass jede Wiederholung des Atems ich frisch und neu beachten kann. Wie gesagt, das ist Arbeit. Das fühlt sich in dem Moment meist nicht so gut an, aber die Effekte davon sind einfach tausendfach stärker. Jetzt kommt die Frage, ich glaube nicht an Gott, Ego und Energie, Räume. Mit diesen Konzepten kann ich nichts anfangen. Hast du Ersatz? Ich kann dafür einen Ersatz anbieten. Ich spreche mal aus meinem eigenen Leben. Ich hatte unterschiedliche Gefühle mein ganzes Leben lang zu diesem Wort Gott. Weil das, was mir oftmals in der Welt präsentiert wird als Gott, nicht mit dem übereinstimmt, was ich als Gott empfinde. Und da musste ich für eine Zeit dieses Wort Gott beiseite schieben und etwas anderes reinsetzen in diese Lücke. Bewusstsein oder, keine Ahnung, irgendein ein Wesenheit oder was auch immer man sagen möchte. Da ist etwas, das Leben erzeugt, das Leben erhält. Es gibt ein Bewusstsein, eine Bewusstheit, die alles durchdringt. Für mich ist das das Gleiche wie Gott. Ja, wie gesagt, ich kann verstehen, wenn man eine Schwierigkeit mit dem Wort hat, durch unser Aufwachsen, durch die Art und Weise, wie Worte präsentiert werden, ist es aber nur ein Wort. Schieb's beiseite und füll das mit dem, wie du das fühlst. Ja, wenn du zum Beispiel an diese sogenannten göttlichen Eigenschaften denkst, wie Liebe, wenn du dich auf das Wort Liebe konzentrierst und auf das Gefühl selbst, wirst du merken, dass das bestimmte Dinge in dir anspricht. Und diese Dinge, die das in dir anspricht, das sind Sachen, die wir ausbauen können und perfektionieren können. Darum geht es uns. Durch dieses Perfektionieren und Ausbauen dieser Eigenschaften in dir wirst du merken, dass du Zufriedenheit in dir erzeugst. Wenn du Zufriedenheit in dir erzeugst, wirst du Zufriedenheit um dich herum erzeugen. Jetzt kannst du sagen, okay, das sind meine eigenen persönlichen Eigenschaften. Absolut in Ordnung. Manche Leute sagen, das sind die göttlichen Eigenschaften. Auch total in Ordnung. Und andere Leute sagen, das ist Gott, der durch dich hindurchstrahlt. Auch in Ordnung. Was auch immer für dich funktioniert. Ja, und wenn du sagst, okay, ich kann mich nicht auf etwas konzentrieren, und an das ich nicht glaube, verstehe ich, kann ich dazu auch sagen, wir können uns alle nicht auf Gott konzentrieren, weil wir keine Vorstellung davon haben, was Gott eigentlich ist. Also konzentriere dich auf die Dinge, die ich gerade genannt habe. Konzentriere dich auf die Eigenschaften, die dich mit jedem Mal, wenn du sie lebst, zu einem vollkommeneren Wesen werden lassen. Konzentriere dich auf den Atem, den du ganz bewusst empfinden kannst, damit du ein Konzentrationsobjekt hast, und übe Meditation mit dem Gedanken, einfach immer mehr und mehr zu dir selbst zu kommen. Das Ego selbst als Wort finde ich auch schwierig, weil es unfassbar ist und oftmals falsch belegt ist. Ja? Oftmals wird gesagt, das Ego ist das Böse, was dich an Erleben dieser Einheit hindert. Oder, na guck mal, hier kommt sein Ego hoch und bla und bla. Das sind immer nur kleine Teile dieser Institution in uns. Das Ego selbst ist das, was dich diese Welt hier als eigenständiges Individuum erleben lässt. Das ist kein Fluch, das ist nichts Böses, sondern es ist ein Werkzeug,
mit dem du arbeiten kannst, um Einheit hinterher zu erleben. Es wird oftmals gesagt, wir müssen das Ego beseitigen. Ich halte das erstmals relativ für schwachsinnig. Ja, denn das Ego beseitigen, das ist fast unmöglich. Was wir tun sollten, ist es zu reinigen, sodass wir mehr und mehr dieser Schönheit, der Liebe, Zuneigung und so weiter in uns selbst erleben können. Und durch diese Arbeit des Reinigens dieser Instanz in uns können wir halt mehr zur Zufriedenheit kommen. Ich hoffe, das erklärt das ein kleines bisschen. Ich denke immer wieder darüber nach oder denke daran, dass diese Bezeichnungen, die wir haben, halt tatsächlich auch nur Worte sind, auf die sich unsere Gesellschaft irgendwann geeinigt hat, zu sagen, okay, dieses Wesen, diese Energie, dieses Sein, das wir, dem wir zuschreiben, dass die Schöpfung erzeugt hat, das nennen wir Gott. Ja, wenn du in Deutschland bist, im Ruhrpott, fährst du eine Stunde nach Westen, bist in Holland, da sagen sie Gott. Das klingt so näher, als ob du was im Hals stecken hast. Aber bezeichnet die gleiche Wesenheit, aber auf einmal ein anderes Wort. Ja, da haben die sich darauf geeinigt, das heißt Gott, bei uns heißt das Gott. Das könnte man mit jedem anderen Wort ersetzen. Was wir verstehen müssen, ist, dass dieses Wort, das die Gesellschaft geprägt hat, halt auch mit einem Verständnis geprägt ist, das von der Gesellschaft allgemein akzeptiert ist. Und wenn du damit Schwierigkeiten hast, das zu akzeptieren, das ist wahrscheinlich ganz gesund. Schau dir an, was die Gesellschaft präsentiert. Nimm das, wo du sagen kannst, ja, das kann ich verstehen, und den Rest musst du tatsächlich selbst für dich füllen. Denn nur durch das Beschäftigen damit, durch das Erleben und Füllen mit deinem eigenen Erlebnis, bekommt dieses Wort tatsächlich eine Meinung für dich und ein Gewicht für dich. Und wenn das Wort nicht passt, ersetzt es mit einem anderen Wort, mit dem du dich vertraut fühlst oder zu dem du dich hingezogen fühlst. Es ist ganz wichtig, dass wir eine solche Anziehung diesen Dingen gegenüber kreieren. Wenn man zum Beispiel mal auf unser westliches Aufwachsen schaut und dann den Hinduismus da hineinfließen lässt, der vom Yoga ja ganz stark mitgenommen wird, so finden viele Leute diese ganzen Aspekte Gottes, die dort beschrieben werden, nicht ansprechend, weil wir anders aufgewachsen sind. Und weil wir keine Beziehung zu diesen Aspekten haben. Um eine Beziehung zu den Aspekten, die dort dargestellt werden, herstellen zu können, muss man sich damit beschäftigen und sie mit den eigenen Erfahrungen belegen. Das ist das Wichtige. Ganz wichtig zu verstehen für mich ist dabei, dass das alles nur Krücken sind, Hilfsmittel, auf die wir uns stützen, um weiter voranzugehen und diese Einheit in uns selbst und um uns selbst herum zu erzeugen. Also, nochmal zusammengefasst. Es gibt viele Meditationstechniken, Traditionen, Kulturen, auch in unserer westlichen Kultur, Kontemplation und so weiter, die uns helfen sollen, Geisteskraft, Geistesruhe und Zufriedenheit zu erzeugen. Diese Techniken sind Arbeit, die letztendlich dazu führen werden, das gewünschte Ziel zu erleben. Wo wir dieses Ziel erleben, das liegt nicht in unserer Hand. Ob das auf dem Kissen passiert oder beim Autofahren, das ist auch total egal. Denn das, was wir wollen, soll ja unser normales Leben beeinflussen und nicht nur in diesen 10 Minuten auf dem Kissen passieren. Die verschiedenen Traditionen und die verschiedenen Techniken dienen dazu, den umherspringenden Geist nach und nach einzufangen und Kraft aufzubauen und zur Ruhe zu bringen.
Der Geist selbst möchte ruhig sein, auch wenn das manchmal nicht der Fall zu sein scheint. Der Geist möchte ruhig sein, weil er eigentlich diese Göttlichkeit, diese Energie reflektiert. Er hat nur vergessen, wie das funktioniert. Durch diese Meditationspraktiken helfen wir dem Geist langsam, sich wieder daran zu erinnern, wonach er eigentlich sucht. In den verschiedenen Traditionen ist normalerweise ein schrittweises System vorgegeben, wieso es sich sehr lohnt, sich mit diesen Traditionen auseinanderzusetzen oder besser noch Anleitung von jemandem zu finden, der in einer solchen Tradition lange praktiziert, damit sie einem zeigen können, schau, das ist der Prozess, durch den wir normalerweise gehen. Das hat schon für Tausende von Leuten funktioniert. Wieso nicht auch für dich? Je nachdem, wie die eigene Persönlichkeit strukturiert ist, fühlt man sich mehr zu dem einen oder zum anderen hingezogen. Ja, so gibt es Leute, die beschäftigen sich gerne mit Dingen, wo der Intellekt involviert ist. Da gibt es Meditationen, die sich damit beschäftigen, darüber nachzudenken, wer bin ich? Oder was ist dieses Göttliche, von dem alle sprechen? Oder was ist mein Sinn des Lebens? Durch das Beschäftigen damit gewinnt man Klarheit. Andere Leute sind nicht so stark auf den Intellekt fixiert, die wollen eher mehr etwas Emotionales erleben. Da gibt es dann Meditationen, die in diese Richtung führen. Aus all den verschiedenen Traditionen, wie gesagt, kann ich persönlich die Atemmeditationen und Atemübungen nur ganz hoch anpreisen, weil sie für alle funktionieren. Weil man sie immer wieder in kurzen Einheiten üben kann und direkte Wirkungen dadurch erfahren kann. Sei in deiner Praxis großzügig mit dir selbst. Erwarte nicht, dass alles wunderbar funktioniert, immer, sondern sei zufrieden, dass du übst. Sei beständig mit deinem Üben. Und das ist alles, was du brauchst. Setz dich hin und übe unter jeden Umständen und halte das durch für eine gewisse Zeit und schau, wie sich das auf deinen Tagesablauf auswirkt. So, damit schließen wir für heute. Ich werde jetzt noch ein paar Mantras singen für den spirituellen Fortschritt und das Wachstum und zur Ruhe kommen des Geistes. Ich wünsche euch danach einen ganz schönen Samstagabend und ein schönes Wochenende und freue mich aufs nächste Mal. Trayambakam yajamahe sugandhim pushti vardhanam urvarukamiva bandhanam mrityor mukshiyam amritat. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushti vardhanam urvarukamiva bandhanam mrityor mukshiyam amritat. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushti vardhanam urvarukamiva bandhanam mrityor mukshiyam amritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti. Alles Liebe und bis bald. Oh, bevor ich es vergesse, ich bin in ein paar Wochen in Deutschland. 20. 21. Januar bin ich in Bochum und in Berlin, gebe dort einen Workshop für die von euch, die noch nicht angemeldet sind. Ich glaube, wir haben noch ein paar Plätze frei. Der Workshop wird über die Wichtigkeit des Atems sein und wie man ihn nutzen kann.
Danach gibt es auch die Möglichkeit, eine Kriya-Einweihung zu bekommen. Also, wer noch Zeit und Lust hat, schreibt mich an. Ich freue mich, euch dort zu sehen. Alles Liebe. Schön.